Arzt konsultieren. Zeit für ein Medic. Vielleicht sollte ich dann eher zum Grabstein-Typen gehen. Der Grabstein-Typ. Der berühmte Grabstein-Typ. Das ist mein Freund. Jetzt ganz neu zu kaufen, im Zweierpack. Bezahlen Sie 3, kriegen Sie 2. Grabe dich noch einen mit, oder was? Ja klar, so ein Grabstein-Typ kommt immer rein. Und für die, die jetzt ganz schnell zuschlagen, ja, gibt's einen Grabstein obendrauf, gratis dazu. Ja. Das ist nicht schön. Das ist ja mal eine verbackte Tür. 15? 15? Nee. Ich habe mich gerade dagegen entschieden. Wogegen? Für die ganze Familie. Super. Das fällt von mir ein, oder was? Na, na, na. Oh je. Ich mach das nochmal auf hier, damit das noch ein bisschen einfriert hier. So. Auch ein schönes Muttertagsgeschenk. Was denn? Ein Grabstein. Ja, das ist natürlich sehr nett. Mama, ich hab dich lieb als Inschrift. Ich hab schon weit im Voraus an dich gedacht. Super, ja. Lieber nicht. In stillem Gedenken. Liebste Mutter. Mhm. Schenkt ihr eurer Mutter was zum Muttertag? Kann ich leider nicht. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Jo, das hat sie schon mal erzählt. Tut mir leid. Geht nicht. Aber ich habe eine Ersatzmom. Der schenke ich bestimmt was. Eine Ersatzmom. Ja, meine Ersatzmom. Das ist eigentlich meine Freundin. Wir haben uns bei uns am Stall kennengelernt und die ist jetzt schon 46 und hat sich immer eine Tochter gewünscht und ich wollte, ja, oh, immer kleinen Bruder oder so. Und ja. Dann bald irgendwann haben die Leute dann gefragt, seid ihr verwandt? Und dann sind wir irgendwann mal so auf Mittelalterfeste und so gegangen. Und dann haben immer alle gesagt, deine Mama ist schon da vorne und irgendwann haben wir gar nichts mehr dazu gesagt. Ja. Und jetzt ist sie meine Mama und ich bin ihre Tochter. Ah. Denkst du der was? Nein. Ja klar, denke ich der was. Ja. Das ist wie, das ist jetzt, als ich damals aus Irland wieder zurückkam, da hat sie auch gesagt, so, du, ich bin jetzt die einzige Mama, die du noch hast und fertig. Ja. Jetzt, was die mir schon alles bezahlt hat, ne, und das, boah, das kann ich im Leben gar nicht mehr alles gut machen, ey. Marv, ja. Bei dir? Ja, meine Eltern wohnen so weit weg. Hm. Hier unten, da gibt die Post. Ja, das ist richtig. Aber Jungs, ich hab mir noch, oder ich Männer hab mir da sind noch ja nicht, gar nicht noch, so. Noch nicht so überlegt, wenn ich ehrlich bin. Was wahrscheinlich nicht so verwunderlich ist. Nein. Nicht wirklich. Ja. Ich bin noch am Grübeln, ich habe keine Ahnung. Kann ich einen Auftritt in der Minecraft-WG schenken? Das ist mal eine Idee. Das musst du aber mit mir. Ja, ich kenne den Rather Moon persönlich, der macht das bestimmt gern. Das freut sich bestimmt aus. Tierisch. Meine Mom oder der Ramon? Deine Mutter. Vermutlich. Hm. Endlich meinen persönlichen Auftritt in der Minecraft-WG. Liebster Sohn, herzlichen Dank. Ja, so kann das gehen. Also, liebe Kinder, wenn ihr eure Eltern glücklich machen wollt, Minecraft-WG. Ja! Kauft jetzt einen Gastauftritt in der Minecraft. Ey, Rather, wie wär's denn, wenn du alle Minecraft-WG-Folgen mal so als DVD-Special-Edition raus? Du Scheiße. Mit HD und Kommentaren, Special-Kommentare und Special-Extended-Cut. Ich kommentiere nochmal die Kommentare. Und uns am dann? Gewinn beteiligst. Im Prinzip würde ich das machen, aber es kauft mit Sicherheit keiner. Und das ist, glaube ich, die Arbeit nicht wert. Ich glaube, das würde uns bankrott machen. Bankrott? Bankrott. Bankrott, ja. Rott ist das der von den Ärzten, ne? Mischung aus Bangladesch und Rott, ja. Das wäre schon blöd, ja. Wieso? Wenn wir Bankrott wären? Oh. Wäre nicht so wahnsinnig gut. Ich kenne da jemanden, der kennt einen Anwalt, vielleicht kann man damit was. Meinst du? Solche Leute reagieren meistens immer ziemlich allergisch auf sowas, wenn man außerhalb der Gesprächszeiten kommt. Ach so. Hm?
Ja, ist nicht schlimm. Ich spreche dir manchmal auch während der Gesprächszeiten in Skype. Ehrlich? Hoffentlich hört das dein Chef. Ja, hoffentlich. Ja. Ah, herrlich hier. Ja, schon blöd dann. So. Gehen wir ins Bett? Ey, das Skelett ist mir oben auf meinen Baum gefolgt. Ich schmeiß dich runter. Guten Flug. Ja, ich habe noch keinen Monsterschutz eingebaut. So weit bin ich noch nicht. Monsterschutz. Das ist der Monster. Monsterschutz. Eieiei. Jetzt, wo wir schon mal dabei waren, würde mich doch mal interessieren, was unsere Abonnenten ihrer Mutter schenken. Oder was die machen. Zu spät. Geschenkt haben. Ja, geschenkt haben. Den vor Kuchen über einer gebacken, Woche. Hab da Strauß Blumen mitgebracht. Hab gar nichts gemacht. Wir sind gerade in der Mittwochsfolge. Ja, was hat. Wie? Was? Warum? Das, was wir aufnehmen, das kommt am. Nee, gar nicht wahr. Da müssen wir überlegen. Dienstag. Lüg hier nicht rum. Acht. Doch, am Mittwoch in zwei Wochen kommt diese Folge. Oh, du Scheiße. So, können wir jetzt ins Bett gehen oder nicht mehr? Jetzt können sich die Zuschauer fragen, warum wir schon so weit sind. Das ist einfach, wir nehmen jeden Mittwoch 8 Folgen auf. Und ihr merkt, so eine Woche hat eigentlich nur 7 Tage. Das liegt daran, dass ich irgendwann mal Urlaub machen werde. Und dann können wir nicht aufnehmen. Deswegen produzieren wir eine Woche im Voraus. Ja. So. Ich komme. Gute Nacht. Ich komme. Immer stückchenweise. Immer eine Folge mehr aufnehmen tut nicht weh, hab ich mir gedacht, und deswegen nehmen wir seit ein paar Wochen immer 8 Folgen auf anstatt 7. Und sind dementsprechend sehr weit. So, ich komme die Treppe hoch. Verdammt, warum? Mein Minecraft hängt. Warum gehst du nicht unten rein? So, jetzt hier. Komm. Jetzt. Mit dem Brot ins Bett. Ja, wir haben auch unten einen Eingang, Kaffee. Nee, extra für dich. Boah, ich hab so einen Durst. Trink. Draußen ist ein Brunnen. So. Warte. Kann dir was holen. Ein Brunnen. Nee, ist ja eh gleich. So lange nehmen wir ja nicht mehr auf, ist egal. In der Mitte ist ein Glowstone. Da stelle ich mich rein. In den Glowstone? Noch 5 Luftblasen. Genau. Noch 4. Das ist der Glowstone. 3. Noch 2. Noch 1. Keine Luftblase mehr. Noch 9 Herzen, noch 8 Herzen, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Ich komm echt nicht mehr raus, verdammt! Bist du jetzt bei mir? Ich hab bei 5 Herzen wollte ich auftauchen, aber irgendwie hätten die Ströme um mich unten gehalten. Ich sehe meine Items nicht, aber die müssen ja alle hier rumliegen. Wo bist denn du? Im Brunnen. Jetzt schon wieder. Schon wieder. Hatte ich nicht gerade noch mehr Items, aber die liegen noch hier irgendwo rum. Wieso, wolltest du was von mir? Wer, ich? Nein. Ich habe gedacht, du wärst bei mir, bei meinen Unter... Ach, was weiß ich. Bei deinem Unterwasserhaus? Nein, da bin ich nicht. So nehmen wir. Wie ist das eigentlich? Der ganze Fluss hier ist weg, den ich erst über den Spielplatz hab schwemmen lassen. Wer hat den weggemacht? Wahrscheinlich war es nur ein Klotz, den man hingesetzt musste, oder? Was macht eigentlich der Marv da? Verprügelt er die Hühner? Also die Schafe? Ich, ne? Brauchst schon wieder Wolle. Kannst du ja mal mein Baumhaus angucken. Da brauche ich ganz schön viel Wolle. Ja, ich gehe gleich nochmal gucken. Ich gehe jetzt erstmal nochmal zu dem Unterwasserhaus. Wieso? Warum nicht? Weil ich Lust habe. Was mit Fee? Was macht die eigentlich? Ich bin noch immer in meiner Mühle hier zugange und schaue, wie ich da oben dieses Dings, wie ich da irgendwie dann noch hochkomme. Immer. Hat sich nichts verändert. Nein, aber man kann nicht auf deinen Tisch springen. Das kann man auch nicht. Auf den Tisch springen. Man kann bei... Du hast hier die rote Wolle gelagert. Ja. Und ich brauche die. Ja, ich habe sie, die rote Wolle. Alles hier. Ich find's lustig. Außer dass es reintropft, ist es aber sonst ganz cool. Oh Gott. Wollen nicht oben. Im Unterwasserhaus. Ja, mein Unterwasserhaus? Wann? Boah, schon ein paar Folgen. Ah, letztes Mal habe ich das gemacht. Das ist aber kein Haus. Ein kleiner Raum. Ich will es sehen. Da hinten ist die Lykandra. Hier steht immer so einiges, während man nicht da ist. Ich habe mal gehört, der Server läuft gar nicht, wenn die Minecraft-WG nicht da ist.
Also ich bin oft hier und spiele. Jedes Mal, wenn ich kommen möchte, ist hier irgendjemand anderes. Und dann platze ich das irgendwelchen Leuten irgendwie in den Livestream rein oder so. Und denke mir so, gehe ich da jetzt rauf? Ich bin mir nicht sicher, es sind zwei Leute drauf. Ich könnte ja mal gucken gehen. Und dann so, ja, hi. Ja, wir machen hier gerade, ja, verpiss dich. Kopf tatsächlich rein, aber das ist cool. Bleib einfach da, ist doch, ja, ein also, toppt immer ja. noch. Wenn der Mitchell da meint, er müsste da was aufnehmen, dann ist das... Du hättest doch auch einfach eine Glasdecke machen können. Was ist ja eigentlich mal auf der Seite? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Dreh mich doch mal gefallen. Der fällt gerade an mir runter. Schön. Ich meine, diesen Gebäude da, was da noch nicht angeschlossen ist. Ja, das ist, das wird ein großes Baumhaus. Oh, das ist aber schön hier mit den Farben. Ja, ne? Ein bisschen, bisschen netter. Hier ist. Ein bisschen extravagiert. Extravagiert. Ja, total extravagiert. Vagiert. Vagiert. Genau das wollte ich so. Genau so wollte ich das sagen. Ich hab die ja noch nicht alle angeschlossen. Dann ja, es läuft jetzt hier oben rum. Der Marv ist ja auch voll extravagant, ne? So als Typ. Ja, genau. Und dann schließe ich den mit denen an und mit den anderen und dann hast du hier oben eine richtig schöne Penthouse-Wohnung. Yeah. Oh, oh yeah. Du brauchst nur eine halbe Stunde, bis du oben bist. Oh yeah. Oh fucking yeah. Naja. Muss ja auch gut aussehen. Ich bin der Erste, der hier ein Schnitzel ist. Du bist der Erste, der was? Ein Schnitzel hier ist auf deinem Baumhaus. Bist du sicher? Na, Glück gehabt. Wieso? Wärst du noch ein bisschen länger stehen geblieben? Ja, Schluss mit Lust. Dann wäre ich tot gewesen, weil ich hab nur noch ein Herz, weil ich was gegessen habe. So, hier kommen wir noch irgendwo hoch. Da. Immer so ein bisschen schwierig, das von unten dann noch alles so zu verkleiden, dass das auch gut aussieht. Ach nee, das war nicht der Weg nach oben, scheiße. Das sagt man doch. Das war der Verarschung. Nee, also ein Weg führt auf jeden Fall nach oben und die anderen führen halt woanders hin. Das ist auch nicht der nach oben. Ach, hier wahrscheinlich. Nee, das ist der andere Baum, wo man hoch muss. Hier wahrscheinlich. Immer so, wenn man auf Baustellen vorbeikommt. Das ist mein Job hier. Ansonsten gucken Leute ja nur zu, was ich hier baue. Das wäre auch doof. Wir können ja mal eine Folge aus einer anderen Sicht aufnehmen. Und außerdem muss ich hier von hier aus gucken, wo das Wasserschild ist. Rather-Lujah. Sieht man das von meinem Haus aus, ja, ne? Okay, da wir jetzt den Höhepunkt dieser Folgen erreicht haben, würde ich sagen, wir hören auf. Man soll ja immer aufhören. Genau, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Naja, wir treffen uns schon noch zum Verabschieden, würde ich sagen. Oh. Sowas. Wir treffen uns bei Lykantas Wasserhaus. Okay. Super. So entschieden. Weil ich wollte mich jetzt nicht auf dem zugeschissenen Sandkasten-Spielplatz treffen. Fand ich jetzt ein bisschen blöd. Stinkt wie die Hölle hier. Ach, da ist die Leitern dran gebohrt. Ah, okay, gut. Ah, schön, Leitern. Oh ja, oh, Leitern. Im Wasserhaus oder vorm Wasserhaus? Keine Ahnung. Immer rein und lassen und voll tropfen. Genau. Ja, viel besser. Das könnte ja auch eine Sauna sein hier. Ja, eine Schwitzsauna. Deswegen tropft es hier noch so. Fehlt. Ich werde hier den Gas da drauf machen. Ja, ich habe gerade schon alles mal dabei. Aus, ne? Das fehlt noch. So. Blumen sind in der Schwitzsauna untersagt. Ich würde auch sagen, mach soll ich hier mal einen Aufguss machen? Hallo? Warte, ich habe einmal Lava dabei, warte. Au. Nee, ach so, Aufguss ist ja eigentlich mit Wasser, ne? Warte. Ja. Oh, super. So entspannt. Ach, so geht's natürlich auch. Ist ja auch. So, ich würde sagen, wir machen Schluss auf. Warum geht das Wasser? Ah, geht doch weg, weil da. Sich das da hinten verbunden hat mit dem Wasser. Oh nein. Musst du einen. Block. Jetzt werden wir hier alle drin untergehen. Ich kann schwimmen, mir egal. Ich wollte auf da hochgucken. Na dann. Wenn wir uns alle an Fee festhalten, dann ist das kein Problem. Alle so in der Reihe, alle halten sich fest. Ich würde sagen, auf 17. Wie immer, okay. Wie gehabt.
Minecraft, wie? And one. And two. And one, two, three, four, five, six, seven, 17. Bitte schon Samstag. Tschüss. Bye bye.